Mein Name ist Blume Eugen. Ich bin im Männerchor Pfaffnau schon seit etwa 28 Jahren. Singe im zweiten Bass. Und aktuell, bei unserer 100-Jahr-Feier, bin ich der OK-Präsident. Mein Name ist Wessler Ferdi. Ich komme gebürtig von Albüren und bin 1972 hier nach Pfaffnau gezogen. Und bin seit dem Herbst 1972 hier im Männerchor Pfaffnau beigetreten. Ich habe in diesen Jahren, etwa 15 Jahre im Verein, im Vorstand gearbeitet noch, als Aktuar. In dieser Zeit habe ich eigentlich erlebt, die wunderschöne Fahnenweichung, der Verein tut immer noch begleiten. Ich bin ja gehbehindert und unter das habe ich mich eigentlich in meinem Verein betätigen, wo vom Gesang her mir eigentlich alles gegeben hat in den letzten 40 Jahren. Und doch mit 66 der älteste im Chor hier zu Pfaffnau. Der Verein ist eigentlich seit über 15 Jahren eigentlich im Schuss. Und in den letzten Jahren haben wir eigentlich noch etwas neue Mitglieder bekommen in Vereinen. Weil das Problem ist, in vielen Vereinen fehlt es am Zuwachs von Mitgliedern. Eben vor 100 Jahren, da waren natürlich Kriegsjahre drin, die sind bekannterweise als sehr schwierig vorgekommen. Aber es hat auch später etwa mal gewisse Reibereien im Verein oder so. Das ist immer ein bisschen ein Auf und Ab. Aber im Moment dürfen wir sagen, sind wir eigentlich seit ein paar Jahren sehr stabil und auf einem guten Stand. Zusammenstehen und etwas unternehmen. Und wenn der Verein immer Leute hat, die gewisse Impulse geben, dann haben wir nachher die wunderschöne Feier vor Augen, die jetzt hier am Freitag und Samstag über die Bühne gehen. Und das sind die 100 Jahre Männerchor Pfaffnau. Ja, das Jubiläum ist natürlich etwas ganz Einmaliges, das ein Verein überhaupt erleben darf. Und das ist eine ganz grosse Sache. Wir haben viele Festivitäten das ganze Jahr durch. Und wir kommen jetzt dann aktuell noch eine neue Vereinskleidung über. Also wir werden uns ganz neu präsentieren, unserer Bevölkerung. Ja, wir wollen eigentlich mit der Dorfbevölkerung das Fest feiern, weil das ist wirklich etwas Einmaliges, so ein 100-jähriger Geburtstag. Und uns gibt es immer noch, also wir wollen auch noch weiterhin bestehen. Das wollen wir eigentlich zeigen und unserer Freude auch dementsprechend Ausdruck geben. Wir haben nebst diesen 100-Jahr-Feier noch einen Direktorwechsel. Und die Direktorin, die Edith Hartmann, wird uns nach dem Fest verlassen, nach 15 Jahren. Und wir werden Anfang Oktober mit dem neuen Direktor uns gesanglich wieder probieren, auf der Höhe zu behalten. Am Rottal-Sängertreffen vom Mond zu Abend, da nennt 12 Chöre teil, plus ein Gastchor. Also eigentlich sind es 13 Formationen. 100 Jahre sind jetzt vorbei und ich hoffe, dass der Verein weiterhin in diesem Stand so weiter leben und so bleiben kann. Viva, viva la musica, viva la